Seit Donald Trump reden wir alle über Fake News, aber Fake News gab es schon lange vor Trump. Eine hat zum Beispiel die Präsidentschaftswahl von George W. Bush beeinflusst, eine diente sogar als Ausrede für einen Krieg. Hier kommen die drei wichtigsten Fake News der Geschichte, die bis heute unser Leben beeinflussen. Drei Fake News, die die Geschichte verändert haben. Nummer 1, der vorzeitige Wahlsieg von Bush. Wir schreiben das Jahr 2000. George Bush gegen Al Gore. Es geht um die Präsidentschaft. Dass Bush gewonnen hat, wissen wir. Aber in der Wahlnacht ist der Ausgang völlig offen. Republikaner und Demokraten liegen gleich auf. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer die meisten Stimmen aus dem umkämpften Staat Florida kriegt, wird Präsident. Das weiß auch Journalist John Ellis. In der Wahlnacht ist er beim Nachrichtensender Fox News für alle Entscheidungen verantwortlich. Er ist für einen Sieg von Bush und telefoniert mit ihm in der Wahlnacht. Nach dem Gespräch um exakt 2.16 Uhr erklärt Fox News als erster TV-Sender Bush zum Gewinner. Binnen 4 Minuten ziehen alle anderen Sender nach. Das Problem, die Nachricht ist falsch. Niemand kann zu diesem Zeitpunkt sicher sagen, dass Bush gewinnen wird. Die Stimmen sind noch nicht ausgezählt. Aber warum hat John Ellis das getan? Es gibt eine einfache Erklärung. Ellis ist der Cousin von Bush. Er nutzt seine Position bei Fox News und veröffentlicht die Meldung. Die Fake News verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Hat Ellis mit seiner Fake News die Wahl beeinflusst? Wir fragen Henning Rieke, Experte für US-Politik. Und gerade in den Staaten unterwegs. Es wäre zu viel zu sagen, dass ein Mann auf einmal die Präsidentschaftswahl entscheiden kann. Das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Aber man hätte wesentlich vorsichtiger sein müssen, ihn an dieser Stelle zu positionieren. Sieht schon ein bisschen korrupt aus. Hätte Al Gore die Wahl bei der Stimmenauszählung doch noch gewonnen, wäre das die wohl peinlichste Fake News aller Zeiten gewesen. Noch Monate nach der Wahl bleibt das Ergebnis umstritten. Zweite Fake News. Diesmal hat ein Erdölriese seine Finger im Spiel. Wir wissen heute, der Klimawandel ist echt. Trotzdem erscheinen seit den 70er Jahren ständig Artikel in der New York Times über Studien, die das Gegenteil behaupten. Der Mensch spiele angeblich keine Rolle bei der Erderwärmung. Was keiner weiß, die Artikel sind allesamt gekauft und müssten eigentlich deutlich als Anzeige gekennzeichnet sein. Das haben erst diesen August Wissenschaftler einer US-Universität untersucht. Ihr Ergebnis? Hinter all dem steckt der Erdölriese Exxon. Die Frage ist, sind die Studien seriös oder streut der Konzern bewusst Fake News, um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren? Die Wissenschaftler finden heraus, auch die Studien, die in der New York Times zitiert werden, sind, wer hätte es gedacht, von Exxon selbst finanziert. Dahinter steckt ein plausibler Grund. Die Angst, Gewinne aus der Erdölproduktion zu verlieren. ExxonMobil, das fünftgrößte Unternehmen der Welt, macht mit Erdöl und Erdgas einen Umsatz von rund 400 Milliarden Dollar pro Jahr. Aber das könnte sich ändern. Denn der Klimawandel macht der Branche zu schaffen. Die Förderung von Erdöl und Erdgas steht in der Kritik. Sie beschleunige den Klimawandel. Aus diesem Grund bezahlt ExxonMobil Klimawandelkritiker, um das Gegenteil zu beweisen. Die Universitätswissenschaftler können bestätigen, der Ölriese Exxon streut seit 40 Jahren immer wieder Fake News zur Klimaerwärmung. 72 Fake-Artikel sind in diesem Zeitraum erschienen, 36 davon in der New York Times. Bis heute werden die falschen Studien regelmäßig zitiert. Im Netz sind sie überall im Umlauf. Exxon ist also ein Grund, warum heute ganze 40% der US-Amerikaner nicht an den Klimawandel glauben. Ich denke, es gibt Veränderungen im Klima.
Aber ich glaube, der Planet kriegt das schon allein wieder hin. CO2 ist nicht der Grund für die Temperaturveränderung. Das Klima ändert sich doch dauernd. Wir haben schon immer unsere vier Jahreszeiten. Und jetzt kommt's noch härter. Der jetzige US-Außenminister Rex Tillerson arbeitete jahrelang für Exxon. Gemeinsam mit Donald Trump, dem wohl größten Klimawandelleugner unserer Zeit. Diese Fake News dienten also nur dazu, Profit zu maximieren. Und bis heute werden sie immer noch zitiert. Die allererste Fake News der Welt kommt übrigens aus dem alten Ägypten. Im Jahr 1274 vor Christus zieht Pharao Ramses II. In den Krieg nach Syrien. Sein Plan, das ägyptische Reich vergrößern. Doch er verliert den Krieg und muss zurück nach Ägypten fliehen. Was wird sein Volk von ihm denken? Ramses entscheidet sich für eine Notlüge. Er behauptet einfach, gewonnen zu haben. Das Volk glaubt ihm und ehrt Ramses mit einer Siegestafel. Quasi die älteste Fake News der Welt. Niedergeschrieben im berühmtesten Denkmal von Ramses. Den Tempelanlagen von Abu Simbel, die man übrigens heute noch besuchen kann. Und hier kommen wir zur dritten History-Fake News, die zeigt, wie Bilder in die Irre führen können. Wir alle erinnern uns an den Terroranschlag vom 11. September 2001. Mehr als 3000 Menschen sterben. Kurze Zeit später laufen im Fernsehen Bilder von jubelnden Muslimen aus Palästina. Kann das sein? Haben sich die Menschen dort wirklich über den Anschlag gefreut? Nein, aber viele Menschen haben das geglaubt. Heute wissen wir, die Bilder sind ein inszenierter Fake. Wie kam es zu dieser besonders krassen Fake News und warum haben die Menschen wirklich gejubelt? Was bei dem Video sofort auffällt, man sieht nur eine kleine Gruppe feiernder Menschen, vor allem Kinder und Frauen. Ungewöhnlich, wenn es um einen Terroranschlag geht. Die Ausschnitte sind auch nur wenige Sekunden lang. Trotzdem laufen die Bilder im Fernsehen auf Dauerschleife. Heute wissen wir, es gab schon damals viel mehr Videomaterial. Nur wurde es nie gezeigt. Und das aus gutem Grund. Denn die Menschen in dem Video freuen sich nicht über den Terroranschlag. Ein brasilianischer Student ist der Erste, der Zweifel an den Bildern hat. Er glaubt, bei den Bildern handele es sich um Freudenfeiern in Kuwait. Und zwar nach dem Einmarsch der Iraker 10 Jahre vor dem Anschlag. Beweise dafür hat er nicht. Seine Zweifel sind zwar berechtigt, aber er liegt falsch. Denn die Bilder wurden nicht nur am Tag der Anschläge aufgenommen. Und tatsächlich in Palästina. Dort sind viele Menschen den Amis gegenüber kritisch gestimmt. Doch erst eine deutsche Journalistin kann beweisen, dass die Bilder manipuliert sind. Sie recherchiert und macht die Frau mit der Brille aus dem Video ausfindig. Die Palästinenserin ist entsetzt über die Bilder. Sie habe nur in die Kamera gejubelt, weil ihr ein Journalist Kuchen versprochen habe. Sie verabscheue Terrorismus und leide mit den Toten und den Angehörigen. Die Bilder seien gefaked. Welche Motivation hatte der Journalist? Wollte er nur Schlagzeile machen und Geld verdienen? Oder war es tatsächlich politisch motiviert? Das können wir nur mutmaßen. Fest steht, diese Frau hat sich niemals über die Terroranschläge vom 11. September gefreut. Trotzdem ging ihr Bild stellvertretend um die Welt, als krasse Fake News. Bis heute ist das Bild Auslöser für den Hass auf Muslime und hat großen Schaden angerichtet.